Heute im Dialog Alexander Kehler mit Professor Kurt Biedenkopf. Einst jüngster Hochschulrektor in Deutschland, CDU-Generalsekretär, der die Partei modernisiert und wieder mehrheitsfähig gemacht hat. Ministerpräsident von Sachsen, dass er nach über 40 Jahren Sozialismus wieder auf Vordermann gebracht hat. Herzlich willkommen bei Phoenix. Danke, Herr Kehler. Herr Professor Biedenkopf, auf welche Leistung sind Sie eigentlich am meisten stolz? Also stolz hab ich immer Probleme mit. Aber wenn wir den Begriff schon verwenden, ich bin am meisten stolz darauf, dass es gelungen ist, als jemand, der von außen kam, in Sachsen angenommen zu werden, zusammen mit meiner Frau, die gehört dazu. Und dass die Menschen, als ich dann aus dem Amt ausgeschieden bin, mit einer großen Deutlichkeit gesagt haben, vielen Dank dafür, dass Sie uns geholfen haben, unseren Stolz nicht zu verlieren. Wir wollen aber in die Zeit noch etwas weiter zurückgehen zunächst. Die Süddeutsche Zeitung schreibt über Sie. Über Jahrzehnte hatte Biedenkopf im Kontrast zu Kohl sein Image als argloser Verkünder unliebsamer Wahrheiten gepflegt. Zitat Ende. In der Tat haben Sie ja schon vor 25 Jahren gewarnt, im Zuge der sich abzeichnenden demografischen Entwicklung, dass unsere Sozialsysteme irgendwann mal nicht mehr finanzierbar sein werden. Schmerzt es Sie eigentlich, dass man so wenig auf Sie gehört hat? Der Begriff gepflegt ist falsch. Ich habe das nicht deshalb gemacht, um mein Image zu pflegen. Das hätte ich auf andere Weise sehr viel weniger aufregend und sehr viel weniger mühsam auch haben können. Sondern ich habe mir Sorge gemacht. Ich habe mir Sorge gemacht, dass eine Entwicklung, die offensichtlich stattfand, die Deutschland und Europa im 21. Jahrhundert tiefgreifend verändern muss, die gesamte Ordnung der sozialen Systeme erschüttern muss, dass die nicht nur nicht zur Kenntnis genommen wurde und verdrängt, sondern dass man auch jeden Versuch, sie deutlich zu machen, bekämpft hat. Die Frage war ja, schmerzt Sie das, dass man so wenig auf Sie hört? Schmerzt, nein, ich sehe, wenn Sie so wollen, besteht das Schmerzen darin, dass ich sehe, wie viel höher die Schwierigkeiten und die Kosten heute sind, um das zu tun, was uns die Wirklichkeit zu tun zwingt. Sie könnten ja auch Genugtuung empfinden, zu sagen, ich habe es ja gewusst. Ja, aber das bringt ja nichts. Mhm. Ich möchte ja jetzt nicht Genugtuung alleine empfinden. Natürlich freue ich mich, dass die Inkubationszeit dieser Einsicht zu Ende ist. Und das Interessante ist ja, dass die Jahrtausendwende oder Jahrhundertwende hat genau diesen Prozess ausgelöst. 1997 war es noch unmöglich, eine ernsthafte und geordnete Debatte über die Fragen, die uns heute alle beschäftigen, zustande zu bringen. Und dann kommt die Jahrtausendwende und ganz offenbar hat das was mit dieser Zeitenwende zu tun. Dass die Leute plötzlich einen neuen Blick auf die Wirklichkeit werfen und entdecken, mein Gott, die Welt hat sich ja verändert. Verkünder unliebsamer Wahrheiten, hätte vielleicht eine Prise Populismus von Ihrer Seite etwas mehr bewirkt? Ach, ich war gar nicht unpopulistisch. So ist das nicht. Und ich habe auch nichts verkündet. Von einer Kanzel zum Beispiel. Darum ging es nicht, sondern ich habe gekämpft. Und ich hatte auch eine ganze Menge Gefolgsleute. Ich habe das ja keinem. Meinhard Miegel und wir haben da wesentlichen Teil der Last zusammengetragen. Oder das IWG Bonn, was wir 1977 aus dem Grund gegründet haben. Weil wir gesehen haben, dass die Dinge in die falsche Richtung laufen. Nein, nein, also das mit Verkünden und so, das klingt zwar journalistisch ganz interessant, das ist aber nicht das, was wir gemacht haben. Lassen Sie uns, bevor wir zu den Sachthemen kommen, noch einen Moment bei Ihrem Selbstverständnis als Politiker bleiben. Sie seien nie ein typischer Politiker gewesen, haben Sie mal gesagt. Kann man daraus folgern, dass Ihnen Macht auch nicht so wichtig war, dass Sie Macht vielleicht zu wenig geschätzt haben? Also für mich war Machterringung nie ein Ziel. Ich fand das nicht interessant. Das ist kein Verdienst oder sowas, sondern mich hat immer die Wirklichkeit, ihre auch wissenschaftliche und politische Aufarbeitung und Gestaltung interessiert. Ich bin, wenn Sie überhaupt ein Etikett an mich kleben wollen, eher ein Lehrer als ein Politiker gewesen. Und zwar immer. Ich komme ja auch aus dem Lehrerberuf. Ich war Hochschullehrer. Bin ich eigentlich bis heute geblieben. Aber wenn Sie als Politiker etwas erreichen wollen, das wollten Sie ja auch seit 25 Jahren, arbeiten Sie dafür, dann brauchen Sie ja auch Macht. Müsste man nicht Macht? Ich brauche zunächst mal Mehrheiten.
Und Macht, das durchzusetzen. Macht, das durchzusetzen, hatte ich als Ministerpräsident in Sachsen auch und habe es ja nicht erfolglos gemacht. Aber ich habe es nicht angestrebt. Das war nicht mein Karriereziel. Mhm. Ich bin nicht Ministerpräsident in Sachsen geworden, was ich ja fast 12 Jahre lang war. Wenn ich die Vorbereitungszeit hinzuziehe, überhaupt 12 Jahre. Weil ich Ministerpräsident werden wollte. Sondern weil man an mich herangetragen ist, herangetreten ist mit der Frage, können Sie uns helfen? Das war eigentlich der Duktus. Und dann habe ich gesagt, ja, das will ich. Ich war ja vorher schon am Anfang des Jahres 1990 bei Kurt Masur und habe dem gesagt, ich möchte gerne helfen. Und da hatte er die geniale Antwort, Sie müssen hier Gastprofessor werden in Leipzig, dann sind Sie einer von uns. Muss man Macht nicht doch noch etwas mehr verinnerlichen und nicht nur als bloßes Handwerkszeug betrachten für den Politiker? Ja, das, mag ja sein, dass ich da vielleicht auch ein gewisses Defizit habe, was mich möglicherweise ein Grund dafür ist, dass mich andere auch falsch interpretiert haben. Sicher habe ich Freude an Gestaltungsmöglichkeiten, die mit Macht verbunden sind. Ich habe auch Freude an Macht, damit ich was gestalten kann. Aber es ist für mich kein Ziel an sich. Sie haben jetzt vielleicht recht behalten. Norbert Blüm, Ihr sozialpolitischer Gegenspieler, hat in den 80er und 90er Jahren während der Regierungszeit von Helmut Kohl aber recht bekommen, mit dem möglichen Ergebnis, dass das Rentensystem, das Umlagesystem, die gesetzliche Rentenversicherung so nicht mehr zukunftsfähig ist, weil man vielleicht daran zu lange festgehalten hat, auch mit Illusionen. Aber wäre es vor 20 Jahren wirklich möglich gewesen, schon umzusteuern? Veränderungen gelingen ja eigentlich erst, wenn es richtig wehtut. Ja gut, das ist eine möglicherweise etwas resignative Einsicht. Deshalb habe ich vorhin von 20 Jahren Inkubationszeit gesprochen. Wir haben natürlich, wer wollte, konnte Anfang der 80er Jahre wissen, was passiert. Aber es wurde mit allen möglichen Argumenten behindert. Im Übrigen hat Norbert Blüm nicht recht bekommen, sondern er hat die Möglichkeit bekommen, das Richtige zu vermeiden. Waren das 20 verlorene Jahre? Nein, verloren nicht. Aber wenn wir vor 20 Jahren die politische Auseinandersetzung über die Bewältigung der sich anbahnenden Veränderungen begonnen hätten, das braucht ja auch ein paar Jahre, dann hätten wir vielleicht 1985 oder spätestens kurz vor der Wiedervereinigung, die dann zunächst mal alles zugedeckt hat, eine Weichenstellung vornehmen können. Die hätte uns den Aufbau weiterer Ansprüche in Form von Anwartschaften an den Staat erspart und hätte gleichzeitig die Bevölkerung darauf aufmerksam gemacht, dass sie selbst Vorsorge treffen muss. Die Reden von Norbert Blüm haben die Bevölkerung davon abgehalten, das zu tun, weil er ihnen gesagt hat, ihr braucht das gar nicht. Ihr bekommt eine lebensstandardsichernde Rente. Erst in den 90er Jahren klang das anders, aber da war es viel zu spät. Warum tun wir uns so schwer, damit überhaupt anzufangen? Weil es uns zu gut geht. Und weil wir nach dem Zweiten Weltkrieg, also mit dem Beginn der Aufbauphase, die wir ja heute als Wirtschaftswunder in Erinnerung haben, einen Fehler gemacht haben. Wir haben angenommen, dass das immer so weitergeht. Das heißt, dass wenn ein Land wieder aufgebaut wird mit einer großen Dynamik und hohen Zuwachsraten, dass diese Zuwachsraten gewissermaßen immer so weitergehen und dass man die Besitzstände, die sich bilden, nicht anfassen muss, wenn man etwas Neues tun will, weil ja der Zuwachs einem die Möglichkeit gibt, das Geld, was man jetzt mehr hat, die Möglichkeiten, die man jetzt mehr hat, für das Neue einzusetzen. Und das hat sich bereits Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre als Illusion erwiesen. Diese Illusion zu erzeugen oder zu erhalten, hat die politische Klasse dann versagt? Sie hätte ja eigentlich etwas anders machen müssen. Ja, das Wort versagt ist mir zu endgültig. Aber sie hat ihre Aufgabe, die Gestaltung der Zukunft, nicht angemessen erfüllt. Sind wir in Deutschland vielleicht zu konfliktscheu? Nein, das war ja in ganz Europa so. Gut, ich meine jetzt aber unsere Verhältnisse. Ja, das stimmt. Die Deutschen sind außerordentlich konsensorientiert. Sie haben zwei Eigenschaften, die ja gar nicht so negativ sind. Sie wollen einen Konsens, das heißt, sie wollen nicht im politischen Streit leben. Insofern sind wir, was eine wirkliche Entwicklung einer demokratischen Gesellschaft angeht, noch ziemlich am Anfang. Denn ohne die Bereitschaft zu streiten, gibt es in einer demokratischen Gesellschaft keinen Fortschritt. Der Fortschritt erwächst aus dem Streit und den Erkenntnissen, die man aus diesem Streit
gemeinsam letztendlich gewinnt. Und das Zweite ist, wir Deutsche haben eine unverhältnismäßig stark ausgeprägte Orientierung auf den Staat. Das heißt, wir sind der Meinung, eigentlich muss der Staat die Dinge richten. Wir sind zwar sehr damit einverstanden, dass wir freie Bürger sind, aber wenn es schwierig wird, dann erinnern wir uns nicht an unsere eigene Kraft, außer in Ausnahmesituationen, wie zum Beispiel die Flut in Sachsen oder Dinge dieser Art oder den Tsunami, wo wir also eine unglaubliche personale Solidarität für ein anderes Volk gezeigt haben. Aber ansonsten möchten wir gerne, dass der Staat die Probleme löst und dass er uns gefälligst mit den Problemen so weit wie möglich in Ruhe lässt. Im letzten Jahr hatten Sie im Sommer einen Anflug von Optimismus gezeigt in einem Aufsatz in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Da haben Sie geschrieben, nie waren die Chancen größer, die Mehrheit für einen ehrlichen Weg in die Zukunft zu gewinnen. Und weiter, wer den Mut dazu hat, wird auch das Vertrauen der Wähler gewinnen. Richtig. Das muss man ehrlicherweise sagen, das war am 16. August 2005, ziemlich genau einen Monat vor der Bundestagswahl. Richtig. Und diese Bundestagswahl hat die Politiker allerdings etwas anderes gelehrt. Ja, da bin ich gar nicht mal so sicher. Das Ergebnis dieser Bundestagswahl. Ja, ich weiß schon. Da bin ich gar nicht mal so sicher. Möglicherweise hat die Bevölkerung, die ja sowas nicht reflektiert, sondern das ist eine kollektive Willensbildung, ähnlich wie die Bildung von Preisen im Markt. Ich stimme ab, aber ich weiß ja nicht, wie alle anderen abstimmen. So ist es im Markt, wenn ich was kaufe, ja auch. Was ist passiert? Die Bevölkerung hat weder die eine noch die andere große Volkspartei ausgestattet mit einer Mehrheit, die ausreicht für eine kleine Koalition. Das ist ja ganz interessant und hat praktisch vielleicht auch im Sinne von Konsens die beiden Volksparteien zwingen wollen, diese gemeinsame große Koalition zu bilden, um aus der Kraft, die daraus erwachsen könnte, auch die Fragen zu lösen, die die Menschen längst umgetrieben hat, 2005. Wird sie diese Fragen, diese Probleme, diese Aufgaben lösen? Das weiß man noch nicht. Aber sie muss aufpassen, dass sie das Vertrauen der Bevölkerung in die Fähigkeit, es zu können, nicht verliert. Wenn man ihr eigenes politisches Schicksal, ihre politische Biografie, die wir jetzt besprochen haben, in den letzten Jahrzehnten ansieht, sag ich mal, auf das Sprichwort gebracht, der Prophet gilt auf dem eigenen Lande nichts. Wie sehen Sie in dem Zusammenhang das noch recht junge politische Schicksal von Paul Kirchhoff? Der Kirchhoff hat sich nicht als Politiker verstanden. Und er hat auch nicht als Politiker gehandelt, sondern er hat als ein Mann gehandelt, der überzeugt war von der Richtigkeit seiner Gedanken und begrüßt hat die Möglichkeit, dass er mit großer öffentlicher Aufmerksamkeit diese Gedanken unter das Volk bringen kann. Das Problem ist, dass man viel zu früh im Stich gelassen hat. Dass, wenn man dann sofort anfängt, ich spreche jetzt nicht von Angela Merkel, sondern ich spreche von dem Umfeld, sofort anfängt, Warnsignale und Halt und um Gottes Willen oder sowas zu sagen, dann verliert weniger der Verkünder, also Kirchhoff, dauerhaft sein Ansehen als diejenigen, die nicht die Kraft hatten, das mitzutragen, die ihn erst bejubelt haben und als sie dann sahen, das war ein großes Risiko, ihn praktisch haben fallen lassen. Dass er selbst kein Verhältnis zu dem politischen Prozess hatte, der mit Wahlen verbunden ist. Das war doch vorhersehbar. Paul Kirchhoff war ein brillanter Jurist, ein großartiger Bundesverfassungsrichter und ein Denker und Innovator erster Klasse. Wenn man so einen Mann holt, dann muss man die Kraft haben, ihn auch durchzutragen. Hätte man auf ihn hören sollen in der Steuerpolitik, wie man damals auf sie hätte hören sollen in der Sozialpolitik? Hören nicht in dem Sinne, dass man nur genau das macht, was er sagt. Das habe ich auch nie erwartet. Sondern hören in dem Sinne, dass man sagt, der Mann hat ein Thema. Und dieses Problem müssen wir lösen. Ob man das nur mit einer durchgängigen, gleichartigen Steuer macht oder ob man das auf andere Weise macht. Jedenfalls die Grundaussagen sind ja bis heute nicht umstritten. Wenn ich sehe, wie Steinbrück jetzt die Dinge angeht, mit einer ziemlichen Härte, ich meine, so weit er sich durchsetzen kann, und ich hoffe, er kann sich sehr weit durchsetzen, macht ja auch unpopuläre Dinge, weiß Gott, genug. Es geht eigentlich nicht um dieses klassische Politische, sondern es geht um eine politische Haltung, die der Größe der Herausforderungen angemessen ist. Und das wissen die Menschen sehr genau zu unterscheiden.
Im vergangenen Jahr, im Wahlkampf vor allen Dingen, ging es um Steuersenkung, um Bürokratieabbau. Die Bundesregierung, die Große Koalition ist ein halbes Jahr im Amt. Eigentlich hat man das Gefühl, es passiert im Moment genau das Gegenteil. Steuer- und Abgabenerhöhung. Bei der Gesundheitsreform soll jetzt zwar nach Einsparpotenzialen im System gesucht werden, aber wahrscheinlich kommt doch dabei heraus, dass wieder frisches Geld ins System gepumpt wird. Ist das unsere politische Zukunft? Also wenn es die wäre, den Stil, den Sie jetzt auch, also die Art der Problembewältigung, die Sie eben beschrieben haben, dann wäre das nicht gut für uns, um uns bestellt. Nehmen wir die Gesundheitsreform. Das Erste, was man tun muss, wenn man ein System prüfen, auf den Prüfstand stellt, verändern. Man muss die richtigen Probleme beschreiben. Wir reden in Deutschland von einer Kostenexplosion des Gesundheitswesens. Das ist Nonsens. Der Anteil des Gesundheitswesens am Bruttoinlandprodukt ist relativ stabil. Zweitens, die Gesundheitswirtschaft ist eine Wachstumswirtschaft. Nicht nur aus demografischen, aber auch aus demografischen Gründen. Die halte ich doch nicht künstlich klein, sondern ich versuche sie zu entwickeln. Sie hat ein enormes Beschäftigungspotenzial, auch gerade in einfachen Tätigkeiten. Warum Kostenexplosion? Es geht in Wirklichkeit um eine Beitragsexplosion. Und warum explodieren die Beiträge? Weil wir immer weniger Arbeitsstunden pro Jahr arbeiten, die sozialversicherungspflichtig sind. Und wenn die Zahl der Stunden, die ich mit Beiträgen belasten kann, schrumpft, dann steigen die Beiträge sogar, wenn das System selbst nicht expandiert. Also wir müssen über das reden, was eigentlich das Problem ist. Es gibt im Gesundheitswesen mit Sicherheit eine Fülle von Bereichen, die man intelligenter organisieren kann. Ich mag dieses Wort Rationalisierung nicht, weil das immer nach Wegdrängen von Menschen klingt, sondern intelligenter. Unser Land, die größte Aufgabe unseres Landes im globalen Wettbewerb, ist, dass wir jetzt nicht partout und mit Staatsverschuldung und weiß Gott was allen für Tricks Wachstumsraten erzeugen, sondern dass wir unser Land intelligenter organisieren. Dass wir die Verkehrswege intelligenter nutzen, dass wir die Ressourcen intelligenter nutzen und dass wir vor allen Dingen zwei Dinge tun. Eines ganz hervorragend, dass wir unsere Kinder, die nachwachsenden Generationen, besser ausbilden. Da müssen die Ressourcen hin. Wenn mir jemand gesagt hätte, 1% der Mehrwertsteuererhöhung benutze ich, um unsere Schulen, unsere Ausbildungssysteme zu verbessern, und zwar auch inhaltlich, mehr Freiheit nach unten zu geben, Wettbewerb unter die Schulen zu bringen, eine Art Ranking der Schulen, jedenfalls mal der fortführenden Schulen einzurichten, damit die Eltern wissen, was die Schulen leisten, damit wieder eine Verbindung zwischen Schule, Eltern, interessierter Öffentlichkeit zustande kommt. Da wird doch über die Frage entschieden, ob wir in 20 Jahren noch ein Land mit Wohlfahrt sind und Wohlstand oder nicht. Das tun wir aber nicht. Chronologisch vor der Bildungspolitik, und würde ich gerne zunächst mal drauf kommen, liegt ja die Familienpolitik. Sie haben wieder in der FAZ, allerdings schon vor 8 Jahren geschrieben, es gibt den Wunsch der Frauen, an der Erwerbsarbeit gleichberechtigt teilzunehmen. Aber es gibt nicht den Wunsch der Männer, an der Familienarbeit gleichberechtigt teilzunehmen. Die Folge ist, dass kein gleichwertiger Austausch zwischen beiden Tätigkeitsfeldern stattfindet. Ich behaupte jetzt mal kühn, dieser Sachverhalt hat auch heute, 8 Jahre später, noch Entwicklungs- und Veränderungspotenzial. In der Tat. Was jetzt zum Beispiel zum Elterngeld beschlossen worden ist, ist das ein Weg aus dieser Misere? Also wir haben ja, ich bin Vorsitzender einer Kommission der Bosch-Stiftung gewesen, die einen Bericht vorgelegt hat unter dem Titel Familie und demografische Entwicklung. Und da haben wir ja auch ein Elterngeld empfohlen. Es ist sicherlich sinnvoll, die unmittelbare Zeit nach der Geburt eines Kindes so zu gestalten, dass man in dieser unendlich wichtigen Phase der späteren Entwicklung einer Persönlichkeit eine unmittelbare Betreuung des Kindes ermöglichen kann. Ich habe große Schwierigkeiten damit, die Gewährung eines solchen Ersatzeinkommens mit Interventionen in das Verhältnis von Mann und Frau zu verbinden. Egal, ob es nur die 10+2 Lösung ist oder die 12+2 Lösung, das eine ist wie das andere. Beides Mal schafft man einen ökonomischen, nicht Zwang, aber einen ökonomischen Druck dafür, dass die Eltern sich gewissermaßen veranlasst sehen, eine Arbeitsteilung zu organisieren, auch wenn sie es gar nicht für sinnvoll halten. Diese Intervention ist nicht
in Ordnung. Das widerspricht nach meiner Auffassung der notwendigen Staatsfreiheit des Kerns der Familie. Geht es denn im Zusammenhang mit der Familienpolitik auch die Frage, warum wir so wenig Kinder haben, wirklich nur um finanzielle Fragen? Nein, überhaupt nicht. Es ist doch nicht so sehr die Frage, können wir uns Kinder leisten, sondern wollen wir Kinder auch überhaupt haben, zum Beispiel, weil wir Kinder lieben? Muss nicht diese Frage viel grundsätzlicher angehen? Ja, natürlich muss sie grundsätzlicher angehen. Nun, nehmen Sie meine Generation. Ich war Assistent an der Universität, als ich meine Familie gründete. Und das Einkommen, was ich damals hatte, entspricht dem Kaufkraftwert, sagen wir mal, von 1500 bis 1700 Euro heute. Das hat uns nicht daran gehindert, Kinder zu haben. Warum? Wir haben in einer Welt gelebt, in der der Umfang, die erstens mal bei weitem nicht so wohlhabend war. Ich habe mein erstes eigenes Auto mit 28 gehabt. So viele Optionen angeboten hat. Wenn junge Leute ins Alter der Familienbildung kommen, dann haben sie eine Fülle von Optionen. Und diese Optionen sind ja zum Teil auch Zwänge. Warum wollen mehr Männer keine Kinder als Frauen? Das kann ja nicht mit der finanziellen Seite was zu tun haben. Bei den jüngsten Umfragen hat ein wesentlicher Teil der Männer als Gründe dafür angegeben, dass sie keine Kinder wollen. Sie fänden nicht den richtigen Partner. Es kommt noch was hinzu. Die Bildung von Familien damals konnte sich auf eine öffentliche Unterstützung stützen, die auch einen gewissen Zwang ausgeübt hat. Also man musste gewisse Regeln beachten. Zum Beispiel das Zusammenleben war zu meiner Zeit, als ich jung war, ohne verheiratet zu sein, ein Problem. Diese ganze externe Unterstützung, wenn Sie so wollen, haben wir dann in den 68er Jahren als repressiv diffamiert und ist verschwunden. Das heißt, die jungen Leute, die heute eine Familie gründen oder eine Partnerschaft und Kinder haben wollen, die sind sehr viel stärker auf ihre eigene Kraft angewiesen, zusammenzubleiben. Das könnte sein, dass das eine Überforderung ist. Das wissen wir nicht. Dass also hier die Hilfe der Gemeinschaft eigentlich sinnvollerweise einsetzen sollte. Kinder braucht das Land, gar keine Frage. Die Familienpolitik wird heute schon mit rund 150 Milliarden Euro unterstützt, aber in Dutzenden von Programmen. Das viel Wichtigere ist, dass wir darüber nachdenken, ist es sinnvoll, wieder Intelligenz der Gesellschaft, alles in 6 bis 8 Jahren abzuwickeln. Den Abschluss einer Ausbildung, den Start einer Karriere, das Begründen einer Familie, die Investitionen in Kinder. Heute ist das realiter von 28 bis Anfang 40. Ein ganz kurzer Zeitraum. Und in diesem Zeitraum sind die Einkommen relativ gering. Kann man nicht so machen, dass man spätere Einkommen nach vorne zieht? Dass man in späteren Zeiten arbeitet und hier weniger? Dass die ganze Gesellschaft sich darauf einstellt, dass in dieser Investitionszeit, die nun mal aus natürlichen Gründen begrenzt ist, die wichtigsten Leistungen, die nämlich nur in dieser Zeit erbracht werden können, erbracht werden und das andere eben vorher oder nachher. Und wo liegt diese Zeit? Diese ganze Debatte findet nicht statt. Das heißt, wir behandeln das Problem nicht intelligent. Jetzt spielt der demografische Faktor bei der Frage, wann unsere Sozialsysteme, ob sie überhaupt noch bezahlbar sind, wann sie kollabieren, im Moment noch gar keine so große Rolle. Sie haben ja in Ihrem neuesten Buch Die Ausbeutung der Enkel vom entgrenzten Sozialstaat gesprochen, also einen Sozialstaat, der für alles und jeden zuständig ist, nicht nur für die Hilfsbedürftigen, der dadurch die Leute bevormundet, entmündigt. Wie kann man da dagegenhalten? Gibt es da eine Möglichkeit? Denn man hat sich doch sehr stark an diesen Sozialstaat gewöhnt. Man hat sich sehr stark an das System gewöhnt und das wirklich Aufregende, dass ich ja auch erst wieder bei der Arbeit an dem Buch mir ganz bewusst gemacht habe, ist, dass es 1955 bereits eine Alternative gab, die Konrad Adenauer empfohlen wurde, nämlich die Empfehlung, dass der Staat sich auf die Sicherung der Grundlagen, also der Basic Needs hat man das damals sogar genannt, obwohl sonst Anglizismen wirklich nicht üblich waren, also einer Grundsicherung beschränken soll. Und im Übrigen die Hauptaufgabe des Staates darin liegt, die Selbsthilfe zu unterstützen. Das haben wir anders gemacht. Die CDU hat interessanterweise 1949 schon gesagt, wir wollen eine umfassende Sozialpolitik, aber nicht aus sozialpolitischen Gründen, sondern wir wollen eine umfassende Sozialpolitik, um die breiten Schichten der Bevölkerung mit der neuen Ordnung zusammenzuführen. Das heißt, ein ganz anderer Zweck. Und Stabilisierung der Demokratie. Ja, genau. Nennen wir es so. Ja. Stabilisierung der Demokratie. Und das ist ein entgrenzter Begriff.
Der ist nicht operational. Auch nach 20 Jahren konnten die Leute noch sagen, wir sind noch nicht mit der Demokratie zufrieden. Zahl mal mehr. Ja. Und das hat ja, ist ja auch genauso gelaufen. Die Anteile des Sozialstaats, als ich eine Familie gründete am Bruttoinlandprodukt, waren nur halb so hoch wie heute. Halb so hoch. Und inzwischen, von dann bis heute, hat sich die Wohlfahrt verfünffacht, sodass sich in absoluten Zahlen der Anspruch des Sozialstaats verzehnfacht hat. Das heißt, der Staat hat sich, wenn ich Sie richtig verstehe, quasi die demokratische Gesinnung seiner Bevölkerung nach dem Krieg erkauft? Ja, das will ich nicht so sagen. Aber ich hatte einen Disput mal im Bundestag mit Graf Lambsdorff. Und da hatte ich gesagt, brauchen wir denn wirklich so viel Wachstum? Und da hat er gesagt, verstehe Ihre Frage, aber wie wollen Sie ohne Wachstum die sozialen Konflikte lösen? Wir haben durch die Ausdehnung des Sozialstaats auch das Konfliktpotenzial immer weiter erhöht. Denn jeder hat, sobald er an der Ausdehnung teilhatte, in welcher Form auch immer, ob das steuerrechtliche oder sonstige Regeln waren, spielt jetzt hier überhaupt keine Rolle, Besitzstände erworben. Und die Leute wehren sich gegen die Abgabe von Besitzständen. Sie haben gesagt, 15 Jahre, glaube ich, haben wir noch Zeit, das alles zu richten, sozusagen als Herr des Verfahrens Übergänge zu gestalten. Wenn das nicht gelingt, was passiert dann? Dann setzt sich die Wirklichkeit durch. Die Wirklichkeit wartet ja nicht. Das hat Roman Herzog schon vor Jahren mal in einem Vortrag gesagt, die Demografie wartet nicht auf uns. Wenn wir sie jetzt nicht gestalten, und das wird sehr viel schmerzhafter sein, als wenn wir vor 20 Jahren angefangen hätten, ist gar keine Frage. Und die Menschen davon überzeugen, dass das zu ihrem Nutzen ist in Bezug auf die Zukunft, ja, was passiert dann? Eines Tages wird die Bereitschaft zur kollektiven Solidarität zusammenbrechen. Aber nicht mit einem großen Krach, sondern es wird eine Implosion sein. Die Leistungsträger werden sich entweder verweigern oder sie werden aus dem Land rausgehen. Die Ärzte werden sagen, ich setze mir eine Einkommenshöhe von 80.000 oder 85.000 Euro. Und wenn ich die in einem Jahr erreicht habe, dann kann ich feiern oder ich mache ganz langsam. Die Freiberufen sagen, warum sollen wir noch Leute beschäftigen? Ich fahre mich zurück. Wenn ich meine 70.000 oder 80.000 verdiene, habe ich genug. Brauche ich keine Leute mehr. So passiert das. Werden wir die Kraft zur Veränderung haben? Sie haben ja selbst mal gesagt, Reformfragen sind Machtfragen. Richtig. Damit sind wir ja am Anfang der Sendung. Ja. Werden wir die Kraft haben? Ich wünsche mir, dass wir sie haben. Und ich werde alles tun, was ich dazu beitragen kann, trotz 76 Jahren zu helfen, dass wir sie haben. Sind Sie optimistisch? Aber ob wir sie haben, ich bin ein realistischer Optimist. Ob wir sie haben, das weiß ich nicht. Die Deutschen werden in den nächsten 20 Jahren entscheiden müssen, ob sie weiter ein wichtiges, wohlhabendes, innovatives Volk in Europa sein wollen oder ob sie zunehmend in eine Abhängigkeit zu allen möglichen anderen geraten. In eine Abhängigkeit, die sich nicht durch Diktaturen äußert, aber durch Abhängigkeiten von außen, auf die sie keinen Einfluss mehr haben. Soweit Professor Kurt Biedenkopf im Phoenix-Dialog. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Danke auch. We'll be right back.